Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wer schafft's heute in einer... wie nennt man das? Weiß ich gar nicht. Wie nennt man solche Spielshows, wo man immer das Ziel erreichen muss? Takeshi's Castle. Achso, ja, ich wollte auch gerade sagen, Takeshi's Castle. Die 100.000 Mark Show. Ja, genau, so die 100.000 Mark Show. Ninja Warrior oder so eine Scheiße. Ja, oder sowas, genau, ich in so einer Ninja Art und Weise. Ja? Wie ihr möchtet. Ich bin Ola Kock am Pott ist Peter Ninja. Ihr habt jeder so eine Linie, wie ihr seht. Da stehen auch eure Anfangsbuchstaben vor. Wieso bin ich lila? Das finde ich sehr weiblich, das passt nicht. Ja, das ist extra dunkel, weil das sollte in Richtung Bordeaux gehen und das ist sehr edel. Oh ja, das ist eine gute Antwort. Du hast sie gut verkauft. Nice. Jay ist rot, weil der immer triggert ist. Ja. Christian ist gelb für BVB mit gelb-schwarz und Sepp ist Schalke. Ich hab blaue Haare, du Arsch. Das hat nichts mit Schalke zu tun. Alles klar, auch gut. So, ihr werdet... euer Ziel ist es, relativ simpel, mit einem Auto, was ihr gleich bauen werdet, innerhalb jeder einer dieser Baubuchten, also könnt ihr gerne aussuchen, welche ihr gerne hättet, ja, es gibt 4 Stück an der Zahl, aber keiner wird bitte doppelt belegt, dürft ihr ein... Ich nehme alle 4. Ich hab keine. Ist eure Aufgabe, hier durchzufahren, ja, und alle diese Triggerpunkte zu aktivieren. Es gibt 3 an der Zahl pro Strecke. Ja, ihr seht den Fortschritt... Ihr seht den Fortschritt oben an der Wand. Das sind so Sensoren im Boden, ja. Wenn man da drüber fährt oder läuft, dann fahren die aus. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen hier drüber fahren, ja, der erste wird ausgelöst, ihr fahrt, keine Ahnung, wieder zurück aus Versehen, der wird nicht ausgelöst, ihr fahrt weiter, habt die 2 und kommt hinten an, habt ihr leider Pech gehabt, müsst ihr am ersten nochmal holen, ja. So, also die Aufgabe sollte damit relativ klar sein. Ja. Am Ende soll es euer Ziel sein, dass ihr mit eurem Fahrzeug auf der Plattform da oben drauf steht. What? Mit dem Fahrzeug. Ohne ausgestiegen zu sein. Sachen, die nicht erlaubt sind. Keine Gasmotoren. Gas wie Benzin quasi. Wie Verbrennungsmotor. Ja, okay. Keine Schubdüsen. Generell gilt, ein Auto ist als oben, wenn man aussteigt, es bleibt oben liegen. Ja? Okay. Also es muss halt nicht irgendwie da rein, genau drin stehen bleiben oder so. Es muss auch nicht zu 100% da, also es darf da rüberstehen und so. Es muss aber genau, wenn du ausgestiegen bist, du drückst den Knopf, dann zwingst du nach 5 Sekunden runter. Wenn es in der Zeit nicht runterfällt, dann zählt als geschafft. So, ihr bekommt von mir 20 Minuten Bauzeit. Nach 15 Minuten... Sonst ist alles erlaubt, außer die beiden Sachen. Keine Schubdüsen. Und keinen Gasmotoren. Kein Gasmotor. Und dahinter euch an der Wand ist eine Hilfe, mit welchen Teilen man das schaffen kann. Und man braucht nicht mehr. So, und nach 15 Minuten wird, falls ich der Meinung bin, dass irgendjemand richtig krass festhängt, werde ich eine Musterlösung noch präsentieren. Ihr könnt auch einen Test fahren, ne? Also wenn ihr möchtet. Ich habe nur die Bauboxen, damit ihr eine gewisse Größe habt. Also ihr könnt Testfahrten machen. Wir können Test fahren. Ja, also wenn ihr wollt, halt setzt euch halt hier daneben und fahrt, also nur nicht halt auf dem Ding drauf, wa? Also 20 Minuten bauen und dann fahren wir, versuchen wir das zu machen. Okay, also erstmal bauen. Okay, habt ihr alle Bock? Ja. Ja, klar, Mann, let's go. Go Gadget. Gut, dann laufen die 20 Minuten in 3, 2, 1, go. Also, Jay, was machst du denn da Schönes, oder? Ja, ist das deine Taktik? Das ist ja interessant. Ich verstehe schon, ne? Okay. So, dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die Idee dahinter ist ja eigentlich relativ einfach. Tut mir leid. Ich hab das umgehauen. Sorry, Peter. Ich habe noch nie einen Elektromotor benutzt. Er fährt ganz normal, er ist nur langsam. Ist das nichts Besonderes dran? Ach, die schöne Musik im Hintergrund gerade. Das ist auch fein, wenn du schöne Musik hast. Lenken muss man ja theoretisch nicht, ne? Nee, lenken, schmenken. Sagst du immer, wa? Ja. Was ist denn nochmal so ein Lager? Ja, also ich würde dir jetzt gerne schon erzählen, wie das da funktioniert, beziehungsweise was ich im Kopf habe. Aber das kann ich traue ich mich nicht jetzt. Wenn du möchtest, darfst du das erzählen. Hier. Der Feind hört halt zu. Sehe ich gar nicht ein, ne. Naja, ich meine, das mit hier Dings gemacht wird, ist ja klar, ne? Also das hängt ja da hinten schon. Wie heißen die Dinger noch? Pisten. Pistons. Genau. Räder. Okay. Und du brauchst halt 2 unterschiedliche Größen von Reifen an deinem Auto. Also nicht Größen, sondern, ne? Weißt du, oh shit! Wow, okay. Das hat direkt Abgang gemacht, der Jay. Okay. Ich wusste nicht, dass die Motoren doch so stark sind. Elektromotor, da wird ein bisschen langsam. Fährt sie was? Jetzt fühl ich mich wie Peter. Fuck you.
kannst du mal aufhören, darum abzuspülen, das stört mich. Sorry, ich muss ab und zu muss man mal abwursten. So sieht's bei der Welt aus, für die Zuschauer. Das hat mehr als 6 Reifen, oder? Das hat mehr als 6 Reifen. Die Lösung hat mehr als 6 Reifen, ja. Die Musterlösung. Ja, zu der Musterlösung will ich jetzt noch nicht sagen. Ja, ich sag halt, die Musterlösung war nur, weil das von dir Lappen kommt, oder was? Nee, das kommt nicht von mir. Achso, verdammt. Nur von dir Lappen, weißt du, direkt wieder beleidigen. Ja, direkt wieder beleidigen werden, weißt du? Ja. Normalerweise sagt man ja, man beißt nicht die Hand, die einen füttert, aber irgendwie hat Jay das noch nicht verstanden. Ach, Quatsch. Mal aufpassen, dafür wird Jay gleich ungerecht benachteiligt, das wäre natürlich sehr schade. Ach, Quatsch. Möchte ja keiner. Alter, Abram, dann mach ich halt Sportfragen. Da hinten, die Wand, die macht mir einfach noch echt zu schaffen. Die ist echt hoch. Oh, das shit. Ich hab schon den geilen ersten richtig schönen Fehler gemacht. Da muss ich auch so was dran. Das ist böse. Jay sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug. Also so eine alte Propellermaschine, nur vorne fehlt der Propeller bisher noch. So, jetzt haben wir auch Lager da drin. Mein Gott, ey. Oppi wäre stolz auf mich. Voila. Muss man Lager für einen Motor? Ja, ne? Ja, muss man. Sepp ist halt mega interessant. Was machst du eigentlich? Na, ich probiere was ich schon mal gemacht habe. Ja. Ich hab gesagt, Sepp ist mega interessant. Weil ich da einfach nur noch nicht ganz verstanden habe, was der genau tut. Weil das sieht aus wie. Weiß ich noch nicht. Ups. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher. Oder er ist sich vielleicht auch noch nicht. So. Ah, doch, ich bin mir schon sehr sicher. Das ist schon meine Grundkonstruktion. Wie breit ist denn das? Scheiße. Hättest du die nicht genau ein? Nicht auf die Bahn fahren! So! Sorry! Was macht der denn jetzt hier? Schon wieder. Ja, wow. Der hat doch gesagt, wir, bis zum ersten Dingens. Ja, darfst du laufen, um zu gucken, und da fährt er schon wieder auf die Bahn. Ich hab Fahren verstanden. Alter, dann hör doch mal zu, das ist ja unfassbar. Alter, ich hab wirklich Fahren verstanden. Du bist jetzt zweimal auf die Bahn gefahren. Drei Leute haben nicht Fahren verstanden, nur Jonathan. Ja, ich schon. Der Bram hat eben gesagt, dann kannst du... Mein Gott, dann fahrt doch dahin, Alter. Das ist doch so ein Quatsch. Er hat doch eben selber erzählt, dann kannst du da auf dem Gras ein bisschen deine Kreise drehen. Ja, genau. Ja, aber ich muss doch gucken, ob ich da reinpasse. Ja, kannst du auch, wenn du davor stehst. Kannst du abzählen. Ja. Ja, schon schön. Bisschen viel Sand in eurer Mumu gerade. Hey, ja, komm, ich hab alle haben verstanden, mit Ausnahme von dir. Ja, ist halt schon, hast halt nicht gut zugehört. Du musst auch mal selbstkritisch sein. Kann man dir helfen? Komische Lenkung, die er macht. Oh ja, eine Lenkung, ey. Boah, ich hab auch sowas von eine Lenkung drin, ey. Ey, die Lenkung ist halt, wichtig. Du hast doch eine Lenkung schon drin. Ich brauch 2 Rammen. Dauert ja lang, bis ich eine Kurve fahre. Tja, Peter. So langsam sind die Dinger, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, nee, aber das kannst du schneller machen. Oh Gott. Der Wendekreis ist einfach so geil. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man mit der Größe ohne Probleme hier einen Kreis fahren könnte. So kann man sich irren. Alter. Bin ich sehr gespannt. Ich hab einfach gewonnen. Ich weiß es jetzt schon. Du bist einfach behindert. Ich weiß es jetzt schon. Es ist... Alter, mir geht gerade fast einer steil durch die Hose. Oh, Alter, wie lange geht's eigentlich noch? 12 Minuten 35 noch. Oh, Bram, guck dir das an! Ich bin sehr gespannt. Das wird doch nie funktionieren. Ich will mich da gar nicht zum Urteil. Ich ziehe mein Urteil von gerade zurück. Vielleicht wird es die Lösung sein. Die Lösung. Ich bin einfach schon im Ziel. Also, Jungs, könnt aufhören. Oh, shit. Ich hab's gerade rumgebackt. Sieht aus, als wenn so ein Zebra getreten hätte bei Peter. Nee, ich hab gerade irgendwie Blödsinn gemacht. Wollte ich das jetzt höher oder niedriger machen? Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus bist. Ich weiß auch noch nicht, warum der Antrieb in der Mitte ist. Ja, der ist ja noch nicht verbunden. Wie, der Antrieb in der Mitte? Achso, die Motoren sind noch nicht alle verbunden. Okay. Nee, ja, dann da kommen ja noch mehr Räder dran. Ja, nee, okay, sorry. Dann. Ich glaube, da sind immer noch mehr Motoren fällig. Klappt das denn so, wie ich mir das vorstelle? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich da diese komische Konstruktion da benutzt habe. Nee, warte mal. Wie mache ich das denn? Ich finde das selbst auch geil.
Bist du dir sicher, dass das noch da reinpasst? Guck mal, passt. Ich glaube, ich habe. Ha, genau nicht. Eins zu breit, oder? Nee, ein genau rein. Auf der anderen Seite ist ein Platz. Ja. Also theoretisch. Warte mal. Oben ist das Geländer ein schmäler, oder? Bram, ne? Das ist gelogen, was du gesagt hast. Also nicht richtig. Was heißt da das hinten, nicht richtig? Da hinten auf der Plattform, wo wir oben drauf müssen, die ist nochmal zwei stimmt. schmaler. Stimmt. What? Das ist ein wichtiger Fakt. Ja, nice. Da kann ich ja wieder von vorne anfangen. Okay, jetzt ist alles rigged. Ja, ich muss auf jeden stimmt. Fall was deutlich anders machen. Hast du gut aufgepasst, das habe ich selbst tatsächlich nicht gesehen. Wie können wir das denn jetzt testen, ob wir jetzt hier reinpassen oder nicht? Kannst du wenigstens mal irgendwie so ein Ding machen, bauen, dass wir wissen, wie weit wir bauen dürfen? Das ist zwei kleiner noch als vorher. Ja, aber das wird dann irgendwann nicht mehr sichtbar, weil das halt wirklich minimalistisch ist, was wir hier bauen müssen. Oh, sonst ist das halt auch witzlos. Ja, stellt euch doch da einfach dann rein. So. Ich muss dann hier ein bisschen mal anpassen, damit das sollte ich da doch dir, das sollte doch deinem Wunsch entsprechen, oder? Schränke, ja. Ne, das muss ja ein kleiner sein, Bram, ne? Jeweils. Das musst du da hinten ja selber sehen. Ach, das musst du selber sehen. Ich meine, Peter scheint sehr zufrieden zu sein, wa? Ja, nee. Was passiert denn immer, wenn man umfällt auf der Bahn? Ja, kein Problem. So, also du musst halt nur wieder von vorne anfangen, wenn du aussteigst. Okay. Aber ansonsten passiert gar nichts. Alter, halt, oder du so drehst dich im Zweifel. Vielleicht hast du eine geile Konstruktion gebaut, mit der du dich wieder hinstellst. So, ich bin fertig. Möchtest du das noch testen? Nee, Quatsch. Ja doch, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt zusammengezimmert habe. Weißt du, dein erstes Problem, ich habe mein Auto jetzt abgebaut. Wie komme ich in den... Achso, ja doch, da kann man einfach eh drücken. Boah, fährt er richtig gut. Deine, für dich zur Info. Ich hab die falschen Lager. Ja, da musst du aber, kannst du ja einfach ändern. Im Rechtsklick drauf. Ja, ich weiß. Holy shit, ey, Bram, guck mal da Technik-Tool ja, an. Ja, ich weiß, ich guck dir gerade mit meinem Technik-Tool, guck mal, was dein Fahrzeug anzieht, aber. Fährt auch vorwärts. Wenig. Ah, warte, jetzt muss ich die nur noch verbinden in der richtigen Reihenfolge. Warte mal, das ist hinten. Also kommst du, bist die 1. Jetzt nehme ich wieder die Numpad-Strategie hier. Du die 1, du die 200. Deshalb, Alter, ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Abraham. Guck mal, in 50.000 Jahren hätte ich das auch erreicht. Guck mal, ich komme hier schon alleine drüber. Ich komme. Wenn das funktioniert. Alter, ich bin so krass. Ich bin so oh, krass. Guck ich mal, bin ich so bin der Panzer. Guck mal, Abraham, so fahre ich. Und ja, am Ende mache ich einfach so. Alter, Christian ist mega vielleicht smart. Lande ich dann auf der Plattform. Das Problem ist, ich kann nicht fahren. Naja, müssten aber nicht deine Vorderräder separat von deinen Hinterrädern eingezogen werden können, damit du mit dem Vorderrad zuerst auf die Plattform fahren kannst und dann die Hinterräder nachziehen kannst. Oh, es werden dir Tipps gegeben. Oh lol, du hast vollkommen recht. Das hätte ich nicht bedacht. Danke, Bro. Kein Problem. Aber ich finde, Christian kann man Tipps geben, hat nicht so viel Profi-Erfahrung. Das stimmt. Ich bin der Pop. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich winke euch zu. Und das funktioniert, Peter? Was? Das, was du gebaut hast. Also ja, ich kann winken. Jetzt erwartet man nicht zu viel von mir. Ja. Okay, auf welche Power kann man die denn... Oh, jawohl, Alter. Pams, Junge. Erstmal voll machen. Entschuldige, erstmal Vollgas. Guck mal, was passiert. Oh, ich sitze auf dem Ding. So, gleich bei 5 Minuten. Möchtet ihr ein Musterfahrzeug sehen oder nicht? Nein. Nein, niemand will Musterfahrzeug sehen. Hast du denn das Gefühl, dass wir das alle nicht hinkriegen, Bram? Das ist ja eher die Frage. Nee, das Gefühl habe ich gar nicht, deswegen frage ich mich. Also, wenn Christian das Gas hält, dann gehe ich davon aus, dass der das nicht macht. Aber wenn er ein bisschen weniger, dann war vielleicht ein bisschen schnell. Wenn er ein bisschen weniger Gas gibt und wieder ich vorne dachte, hinten noch separat hoch und runter geht, dann macht ja, er ja, habe ich schon alles. Aber ich dachte halt, Elektromotoren wären so ganz langsam. Und das sind mittlerweile 3 Stück. Als ich Peter hier rumfahren gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, die Dinger sind ja scheiße. 4 Minuten 48 noch. Peter hat baut mittlerweile auch noch mal ein Stück, oder was? Guck mal, Jay macht einen Test. Oh, interessantes Konzept.
Aber reicht das? Hm. Ist ja auch nicht schlimm, wenn ich bei Christian jetzt so ein bisschen reinrage, ne? Nur solange ich dann spawne. Es ist ja gerade nicht da. Alles gut. Alles gut. Was machst du da gleich? Ja gut, ich war echt froh, am Anfang dachte ich mir so, ja komm, das Fahrzeug muss da oben reinpassen. Da dachte ich mir so, nee komm, weißt du, wenn da oben hängen bleibt, irgendwie reicht mir das schon. Das ist ganz gut, dass du das gesagt hast, weil das alles andere wird bei mir schon mal nicht funktionieren. Na schön, ey. 3 Minuten noch, ab dann darf gefahren werden. Natürlich dürft ihr auch länger bauen, wenn ihr wollt, ne? Boah, es funktioniert, Bram! Ich raste aus. Ich kann fahren! Kannst du auch hoch und runter? Ne, warte, das habe ich noch nicht angeschlossen. Okay, 2 Minuten 50 noch. Der Peter baut doch noch. Was stellt der Peter noch um? Ah, jetzt macht Chris. Lol. Ja, okay, das geht so. Sollte man aber gleichzeitig zünden und nicht nacheinander. Aber theoretisch funktioniert das. Also. Ja, doch schon unterschiedliche Techniken. Krass. So. So, und jetzt fährt man nach vorne über den ersten Hubbel. Ganz easy, ganz locker, ganz leicht. Shit. Kann man Räder eigentlich verbinden? Scheiße, ich habe ein Problem. Dadurch, dass ich jetzt kleiner bauen musste. Wundert mich nicht. Oh, das war doch nicht so easy zu beheben. Oh, Christian, kipps. Da macht nichts. Wie so ein Pferd, ey. Warum? Ja, vor allem so, Oh nein. Kann man Räder verbinden? Also habt ihr nicht immer mal so zwei... Ach so, da habt ihr die Räder direkt aufeinander gebaut, ne? Ja, wenn du zwei Räder aufeinander baust, dann gelten die als ein breiteres Rad quasi. Ja, aber nicht, wenn ich die nebeneinander baue, ne? Ja. Boah, Peter! Boah! Schade. Ach nee, doch nicht. Oh, Freunde. Ja, das bringt mir dann ja auch nichts. Ja, okay. Weißt du, was ich nicht bedacht habe, Bram? Doch, weiß ich nicht. Ne, alles gut. Du hast so Löcher da an der Seite gemacht. So, dann geht's los. 50. Ich werde ein richtiges Problem haben. Peter will auf keinen Fall aussteigen. Wenn ich nicht hoch genug für diese scheiß Plattform. Ja, dann musst du im Zweifel das noch höher bauen und musst du mal neu anfangen. Ja, das krieg ich schon hin. Hauptsache, ich kann fahren, das ist schon mal gut. So, 26 noch. Fuck. Also, wenn ich sag, go, in der Sekunde dürft ihr auch einfach losfahren, wa? Ach so, ja, okay. Da geht quasi einfach. Oh, warte! Ich hab noch was Entscheidendes vergessen. Ja, wie gesagt, no Stress von meiner Seite. Oh, doch, Stress. Holy shit. Ich sag dir nur, 10 Sekunden noch. Okay, ich muss woanders bauen. Das ist zu klein, das Ding da oben. Das darf ich, ne? Ja. Okay. So, Bram. 3, 2, jetzt können wir. 1, go. Ich komm danach, ne? Oh, oh. Oh, das passt. Das passt tatsächlich so gerade. Boah, da bin ich ja gespannt, ey. Oh, Peter! Kann man Scrap Mechanic auch mit dem Controller spielen? Oh, shit! Oh, das sieht schlecht aus für Jay. Oh, shit! Hey! Der hat mich umgeschmissen! Hab's gesehen! Genau das war meine Meinung, die ich halt hatte. Genau das ist das Problem, was ich da sehe. Sepp, kein Stress, ne? Ja, ich baue noch ein bisschen mal weiter. Meinst du, ist leider. Alter, der Rot ist schon voll geworden. Weit, der ist schon fast am Ende. Ja, fuck. Ja, stimmt, der Rot ist schon fast am Ende. Das ist natürlich jetzt besser, weil Jay, jetzt musst du halt den Sensor hat auf dem Rückweg nicht ausgemacht wieder, ne? Boah, Peter! Boah! Alter! Boah, Junge! Das war krass! Schafft der Peter das direkt? Das war. Weiß ich nicht, ob der direkt. Aber das eine hat er. Also, dieses eine Hindernis hat er schon mal genommen. Du hast übrigens das. Bram, du musst das hinten ausmachen, das zweite Ding. Das war Christian. Ja, aber du hast Christian umgeworfen. Achso, dann zählt das, wenn Christian mein Ding aktiviert? Ja, wenn du dafür verantwortlich bist. Ja, dass er mein Dingens aktiviert, bin ich dann schuld. Ist doch gut für mich. Mach doch kurz eben aus. Ist doch gut für mich sogar. Ich meine, ich wollte ja, da fair sein. Wenn du da wieder drüber fährst, geht er doch wieder aus. Ja, aber dann habe ich ja gar keine. Ja, genau, dann geht's ja nicht mehr an. Doch, dann muss er ja auch schon. Muss er nochmal drüber fahren. Ja, muss er nochmal drüber fahren. Ja, dann mach ich's aus. Okay. Gut.
das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Man darf zwischendurch nicht aussteigen, ne? Ne, also du darfst jederzeit aussteigen, aber dann musst du von vorne anfangen. Ja, genau. Das war jetzt der schade Fehler. Ich schaff das noch. Du hast einen vergessen. Ach, shit. Ja, Kindchen. Warum kippe ich denn die ganze Zeit um? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch symmetrisch gebaut. Ich check mal nicht ganz, warum ich mal nach links falle. Weil du nicht symmetrisch gebaut hast. Oh, komm, Peter. Wird das was? Du hast einen, besser wäre ja auch einen deiner Dinger nicht mehr, wa? Ah, what the fuck? Was zippt da eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Musste zweimal neu bauen. Das ist halt mit der Breite nicht perfekto gewesen. Jetzt hier der ich muss noch finale krasse Versuch. Der finale krasse Versuch. Der war so schwach. Nein! Da lag Peter schon drauf, ey. Nee! Aber er ist alleine wieder runter. Nein, das ist so abgekommen. Bam. Nein! Nein, ich bin hängen geblieben. Fuck. Du musst auch auf die Sensoren achten, Christian, wa? Wenn du da mit zwei Reifen drüber fährst, dann aktivierst du den quasi zweimal. Du musst quasi dann ein Stück runtergehen nach den Löchern, um den wieder zu aktivieren. Ist mir gerade aufgefallen. So, ja, los geht's, Freunde, an den Start. Jetzt mache ich den einmal durch. Ihr könnt mich alle mal. So, wie muss ich den setzen? So? Oh oh. So. I'm ready, Leute! Boah, hört, was hättet ihr jetzt bei Sebastian, easy game. Alter? Easy Game! Easy Game! Ganz easy da entlang zumpelt, Junge. Oh nein, was ist das denn? Ach, kein Problem! Ich kann... Ja? Was kannst du? Ich dachte jetzt echt, du fährst dann einmal durch, so. Ja, doch, mal wenn nice. So, machen wir hier mal nochmal so. Selbst vergiss deine Sensoren auch nicht, wa? Keine Ahnung, die sind mir scheißegal, ich will da hinten ankommen. Ja, dann gib ihm kein Ziel. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich sag, weil hinter dir ist noch einer, den hast du nicht aktiviert. Wie, den habe ich nicht aktiviert, ich bin da drüber gefahren. Ja, aber mehrfach ist er wieder hoch. Gleiche Prinzip wie bei mir. Und warte? Jeder, du musst da mehrfach drüber. Und? Nee, du siehst es ja, hat er nicht. Wusste ich nicht gerade. Du erreichst den nicht, wenn der Ding hinten rausfährst. Warum nicht? Weiß ich nicht, vielleicht gilt Pisten nicht? Ne, ich bin auch zu schräg, glaube ich. Du bist auch zu hoch von der Rahmen. Ne, ich bin auch zu schräg. Da! Ja, jetzt! Aber ist ja wieder deaktiviert worden. Peter? Ja, nein! Oh, yeah. Oh, yes! Nice, man, jetzt geht nicht hier zu Jay. Nein! Nein! Ist umgefallen! Jetzt bin ich auf der Seite, willst du mich verarschen? Was mach ich denn jetzt? Ja, ich fahr dann hier mal schön rum, ne? So. Jetzt bin ich auch wieder gerade, das ist ja easy hier. Das ist die leichteste Challenge, die ich jemals hatte. Gucken wir mal. Vergiss deine Sensoren nicht, Sepp. Ich glaube, du hast... Was? Hab ich wieder einen vergessen? Oh, das ist aber doof. Aber ich darf schon, beim Zurücklaufen, darf ich schon die Sensoren ausmachen. Wieder ausmachen. Ja. Klar. Ich bin zu blöd dafür. Das gibt's doch nicht, das. Ja! Bitch, I'm back, ich werde jetzt einfach mal hier vorne. Boah. Achte auf den dritten, wa? Du hast gerade alle aktiviert. Ja, das ist nicht so schlimm. So, was muss ich denn jetzt machen? Also, ich muss jetzt erstmal hoch, ne? Also ich muss erstmal extenden. So. Und dann muss ich hier hoch. Irgendwie muss ich, warte mal, hinten muss ich auch noch ein bisschen mehr extenden, okay. Boah. Oh nein! Nee! Nee! Nein! Alter, du bist halt einmal, bist halt so easy gefahren. Ist der aktiviert? Der ist immer noch aktiviert. Ich raste aus. Ist doch gut für dich. Ja. Boah, Peter! Oh. Mein Problem ist leider nur, dass ich halt echt nicht wirklich da hochkomme. So, ja, da dachte ich mir, dass das was schwerer ist. Das wird mir gerade auch. Aber das zählt dann auch. Jawohl! Komm schon! Nein! Ich mach das. Kann ich rüber. Scheiße.
Scheiße. Nein, ich... Oh, Peter! Nein! Okay, Sepp, dein Sensor ist... Wie weit muss ich da oben drauf sein? Nee, du musst halt nur die Bahn verlassen, wa? Und alle Sensoren müssen... Ja, also, du musst halt... Du musst nur da oben dran hängen, oder was? Oh, nein! Nein! Ich häng da oben dran, irgendwie. Ja, komm, also... Nein. Ne? Nein. Wie komme ich? Ich glaube, ich muss neu anfangen. Ich habe aber eine Idee, wie ich das schaffen kann. Mach die Sensoren, vergiss das nicht. Ja! Nein! Wobei die Sensoren, ja! Sepp, die würde ich gar nicht ausmachen, wa? Ja, ach, bei mir ist das sowieso egal. Ich kann halt alles eh steuern, lenken. Ich bin das sieht interessant jetzt bei Jay aus. Er hobelt sich da so drüber. Komm! Mehr Power. Ich bin zu langsam. Kann nicht sein. Ich muss mich komplett verarschen. Dass ich jetzt hier wie auf Schienen draufstehe oder was? Du Ficker. Boah, ist ganz spannend. Nee, schade, Jay muss raus. Schade. La 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 la. Oh, Peter doch. Sieht gut aus. Peter sieht... Oh! Nee! Oh, shit! Das war knapp. Oh, Gott. Ich hätte es dir gegönnt. Alter, Peter! Dass du so krass bist, hätte ich ja niemals gedacht. Boah, aber du hast dich auf die Bahn gerettet. Wie mache ich das denn jetzt, dass ich da jetzt hinkomme? Vorne der Kante. Oh, ich habe eine Idee! Oh, da muss ich gleich noch umbauen. Ganz langsam. Wieso drehe ich mich denn jetzt? Guck mal, Bram, ich drehe mein ganzes Fahrzeug. Das ist doch scheiße. Das ist nicht gut gemacht, dann ja. Okay, bin hoch. Das sieht. Nein, du hast es geschafft. Da fällt auch nichts runter. Nice. Muss ja aussteigen, Peter. Kannst du dir noch eine Tour drücken, wenn du möchtest. Das ist noch nichts gut. Dead! Ja, Mann! Ja, nice, Bit. Das war gut. Ja, danke schön. Oh, oh, Jay macht die Springer-Taktik. Hey. Das war nicht richtig. Also, wenn ich hier in der Mitte mal sauber durchkommen würde, so wie jetzt, Holy shit. Das doch gar nicht so schlecht. Ja, aber pass auf, die Sensoren, wa? Hast du irgendeinen vergessen? Ja, ist mir egal. Ich will nur wissen, wie das theoretisch hier hinten funktioniert. Das ist einfach nur Trial and Error hier. Ja, das sieht bei dir echt ein bisschen so aus, ehrlich gesagt. Trial and Error. Und Sebastian ist einfach das Ungetüm. Aber so. Ich schaff das jetzt. Ich bin guter Dinge. Ja! Oder Jay ist so geil. Ja, ist halt echt. Oh nein! Hey. Ja, wenn der jetzt mir ein lila Ding wegmacht, dann zählt. Ja, dann musst du leider wieder zurück, Peter. Ja. Darf ich jetzt weiterfahren? Meinst du, also, die Bahn ist leichter? Ja. Oh, lol. Bist du gerade erstmal richtig geil weggeschossen. So. Erstmal aufpusten wie so ein V, ey. Warte. Holy shit, Sepp. Ey, what the fuck hast du denn? Warte. Jetzt kommt der große Trick. Okay, ja, ich bin gespannt. Oh nein! Trick. Das ist zu kurz! Wolltest du damit den Knopf drücken, oder was? Nee, ich wollte da rein! Ach, du wolltest in die Lücke da rein? Ja! Um mich da so festzuhebeln? Ja. Aber ich bin noch nicht nah genug dran, warte. Okay, Knöpfe Jay, hast du da? Jay macht den? Weiß ich auch nicht, so eine Tastatur hat der einfach. Ja. Ja? Scheiße, ist ja tief, ja. Ja, komm. Nee, nicht die. Fuck, aktiviert habe ich, okay. Jetzt. Oh nein! Oh Mann! Nein! Ich bin wieder in Lila. Nee, oh, das war so knapp. Cool, das ist tatsächlich schwerer, als ich dachte dann. Alter, wie du dich immer so geil umdrehst auf deiner Toilette, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ist halt voll, weißt du, wenn halt alle gerade auf der anderen Seite der Linie sind, dann kriegst du den Boden weggebaut.
Hm? Hinter der Box hast du den Boden weggemacht. Ja, ist mir hier an der Bahn auch passiert. Was macht Jay denn? Ist das jetzt die einzige Richtung, wo du in die Richtung, in die du liegst, wo du keine Dinger hast in die Richtung? Ich glaube schon. Ich muss das selbst noch machen. Geil. Oh nein, nicht zu Christian rüber. Nee, nee, nee. Oh. Ja. Nee. Nee. Also ich, oh, nicht schlecht, Christian. So umfallen tust du ja auch nicht, wenn du eigentlich fährst, oder geradeaus? Nee, aber wenn ich stehen bleibe, dann ist halt, wenn ich stehen bleibe, ist halt Ende. Oh nein. Oh, ich muss wieder zurück. Jupp. Okay, das ist okay. Nicht connected. Jay ist das erste Mal vom Ziel, glaube ich, oder? Fast. Ich glaube, ich bin nicht stark genug, das ist nicht hoch genug. Da habe ich nie so weit gebaut. Ziel, das ist natürlich bitter. Das ist in der Tat ein bisschen bitter. Ja, das ist die falsche Richtung. Ist egal, jetzt bin ich wieder richtig rum. Wenn er denn das schafft. Oh. Oh, Christian, ja, langsam, oh Gott, Bram. Oh Gott, Alter, langsam, Christian. Bram. Wieso fällt Christian nicht um? Das ist so unglaublich. Ich stell mich mal weg hier. Das ist so. Irgendwas beeinflusse. Christian! Pass auf die Sensoren gleich auf. Ja, ja, der zweite Reifen geht ja auch noch da drüber. Von der hintere. So. Christian nicht um. Ich verstehe ja, das nicht. Auf so, einem Reifen? Schräg? Oder? Wie geht das denn? Die 1 einfahren oder was auch immer, welche, was auch immer das ist. Boah, der Jay, oh, Jay hat's auch versucht. Aber ich schaff's halt nicht. Nein, ich fall um! Nein! Ja, du hast. Die großen Reifen sind auch gleichzeitig gefährlich. Nee, Jay schafft das, glaube ich, nicht. Nee. Oh! Das gibt's doch nicht, raste aus! Aber ich hab das Ding so ein kleines Ministück! Oh! Oh, oh. Ja, ist nochmal auf Christians Seite. Ja. Ja, wir kommen noch zu Sepp natürlich! Der Sensor ausgemacht, ja. Schade, schade, Schokolade. Nein, den musst du natürlich anmachen wieder. Ich glaube, ich bin gleich ganz raus. So, hui! Krieg ich den denn jetzt wieder an? So, jetzt an, oder? So. Tschüss! Noch beim Rausfallen. Macht's gut! Oh, oh. Das gibt es nicht! Ist doch zum Kotzen. Jetzt bin ich genau quer. Ich hätte es dir echt gegönnt. Da! Ja! Ich hab eingelocht. So. Mal gucken, was das jetzt bringt. Ich hab das noch nicht verstanden. Der zieht sich jetzt einfach mit seinen 1000 Rädern da hoch. Also, holy shit! Muss jetzt nicht die Vorderräder einfahren? Ja, okay. Das jetzt vorne einfahren oder so? Keine Ahnung. Ich will lieber nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich bin. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass es da so. LOL, das ist von hinten hohl! Okay, das. Das würde was? Ich weiß immer noch nicht, was der mir erzählt. Das ist echt von hinten hohl, Alter. Da ist halt hinten nicht eine Wand, sondern das ist nach innen gebaut. Also. Hol, ja, hinten. Das heißt, der kann sich nicht da reinbacken und hochziehen. Genau. Wieso? Warte mal, was mache ich jetzt mit den Hinterrädern? Ich hab Probleme mit den Sensoren. Ja! Ja! Jay hat es geschafft. Dann. Jawohl. Yes! Zweiter! Boah, das war aber eine Geburt, ey. Ich Alter Vater, ey. Was eine Scheiße. Ich gebe euch noch 5 Minuten. Kann ich hier nicht aber einfach mich jetzt Jay hochziehen? Warum ja hat der nicht so viel Power, dass ich mich da hochziehe? Was ist denn mit dem Arsch? Kannst du dich nicht mit dem Arsch drücken? Oh, das ist eine gute Idee. Aber der hält das nicht. Oh, das war oh eh den dritten nicht. Der Wagen ist doch nicht, viel zu lang, oder nicht? Nicht? Der wird doch da nie drauf bleiben. Ich bin drauf! Ich war drauf! Ja, ja. Ja, du warst ein Scheiß. Der dritte drauf Sensor ist nicht ausgelöst, Sepp. Doch, die sind okay, alle ausgelöst. Schon. Aber du bist halt direkt wieder runtergefallen. Aber ich war drauf. Ja, aber ich hab gesagt, du musst. Ja, ich hab du musst rausgezählt. Aussteigen und der Wagen muss liegen bleiben. Oh fuck. Christians Konstruktion ist ja auch geil. Ich hab mir die noch gar nicht angeguckt von euch. Was hast du denn überhaupt gebaut? Das ist voll Billo, ey. So ja, kleines Ding. Ist Billo, Junge. Was ist denn da jetzt so besonders, was du gemacht hast?
Und eigentlich ist es ja so, bis der Letzte, der hat dann noch drei Versuche, ne? Das ist so wie bei der Adventure Map. Das ist die Adventure Map, aber ich glaube, irgendwann ist die Zeit auch einfach aus. Hallo? Das ist unglaublich, dass Christian nicht umfällt. Aber der Christian. Oh, Mann! Oh nein! Egal. Weiter. Ich weiß, Versuch Nummer. Metal, Leute! Selbstkonstruktion ist halt so. Komplett Ingenieur, ne? Wieso sind Ingenieure kacke? Oh. Nein, aber es ist auf jeden Fall was Spezielles. Ja, das ist schon sehr speziell. Moment, Christian. als wir bei Nitro waren, haben wir dann so gesagt, oder ich weiß nicht, da waren wir abends essen und haben dann so den Skilehrern oder den Nitro-Mitarbeitern so gesagt, so ja hier, Sebastian ist früher Ingenieur gewesen und ich habe Tiermedizin studiert. Da kam so, oh was, Tiermedizin? Als erstes darauf hin, da dachte ich mir, ist aber nicht so nett. Oh, Tiermedizin, ja, ist echt der nice. Katapultiert hat leider nicht so krass, wie ich dachte. Als Ingenieur verdienst du mehr. Das zählt ja nicht, aber du hast die süßeren Tiere. Ja, gut, der katapultiert hat leider nicht so krass, wie so, Leute. Ich dachte. Das klappt einhaken, mehr. Leute. So, zack. What the shit. Mit einem Haken meinst du einen Backen, das oder was? Was meinst du mit hohl? Das ist aber auch fies, dass man das nicht. Warum vorher... Warum bin ich jetzt schräg? Das sieht ja aus wie ein massiver Block. Ja, aber das sind ja, genau. Nie massive Blöcke. Das sieht aber trotzdem so aus von vorne und da wir ja nicht gucken... Wobei das auch egal ist. Nee, ist nicht... Nicht fürs Reinbacken. Nee, für nicht fürs Reinbacken. Da würde mich jetzt ja schon interessieren. Ich würde das gerne mal... Ja, das frage ich mich auch, wie er da drauf passen wie würde. Du er will wahrscheinlich sich reinbacken und sagen, okay, er steht. So. Ja, so. Wer steht ja. Nicht. Wie, das reicht? Das heißt, wenn ich mit den zwei Reifen da oben drauf bin, kann ich ja nee, vorstellen. Zack, ich bin oben. Jetzt musst du stehen bleiben. Nee, jetzt brauche ich noch die... Jetzt musst du aussteigen Dinge. Und stehen bleiben und die Hupe ja, drücken. Ja. Nee, ich brauche die Sensoren. Lol. Warum habe ich mich jetzt nicht gekümmert? Warum habe ich mich jetzt nicht gekümmert? Lol. Komm ich bis da hinten? Nee, bis zu den ersten komme ich nicht. Ich habe nur den letzten hier aktiviert, glaube ich. Lol. Aber... Ich habe es geschafft, technisch hier hochzukommen und hier zu bleiben. Ja, für eine kurze Zeit. Steig mal aus, bitte. Ja, ist schon okay. Ja, aber du fällst ja trotzdem gerade wieder runter. Fünf Sekunden wurden gezählt. Fünf Sekunden sind... Ist das jetzt noch drauf, Bram? Ja. Jetzt berührt er den Boden. Da er die Sensoren nicht gemacht hat, habe ich nicht angefangen zu zählen. Ja, ich weiß. Also, ich finde es aber trotzdem beeindruckend, dass es da gegangen ist. Okay, wir haben zweimal... Naja. Zweimal geschafft, sehr gut. Zweimal leider nicht geschafft. Das ging echt schnell. Das ging bei Peter super schnell. Ich zeige euch noch ganz kurz unsere Lösung. Guck mal, ich will sogar unten stehen bleiben. Leute! Das leckt mich fett. Aber leider nicht geschafft. Ja, was hat denn? Gebaut war. Oh, das hatte ich am Anfang auch so gebaut. What the fuck? Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, warum der Bug gerade irgendwie. Ich glaube, es Bug gerade. Das ist eine gute Lösung. Ja, das sollte nicht, aber eigentlich ist das relativ simpel. Fahr doch mal die Bahn. Ja, fahr doch mal. Ja, die Bahn fährt der Wagen gerade nicht. Mal, ich platziere dich mal neu. Das ist ja eine interessante Lösung, muss ich sagen. Musterlösung. Das ist die Musterlösung. Hast du den Presslufthammer oder was? Also da waren die anderen aber besser. Bist du ein Breakdancen oder was? Ja, das ist schon eine geile Musterlösung. Ihr könnt euch auch immer vorstellen, wie es funktionieren soll, warum auch immer. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Moment, also du fährst quasi rein die Bahn lang und hüpfst dann in der Hoffnung, nee, gar nicht. Du fährst, auf der richtigen Seite landen. Nee, du kannst jedes Rad einzeln machen. Wenn du ein Schrittchen schräg fährst am Ende, kannst du das rechte Rad zum Beispiel einziehen mit dem linken, bist du mit drei Rädern. Dann draußen, dann bist du oben drauf, nimmst das vordere linke weg, fährst oben drauf und das gleiche machst du hinten auch nochmal. Aber das habe ich noch nie gesehen. Das ist der krasseste Bug ever. Der voll cool, ja, ich das immer könnte. Was passiert, wenn ein Parkinson-Patient in einen Scrap-Mechanik-Wagen steigt? Ja. So, wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ja, okay. Das ist die Musterlöse von Bremsen, der ganze nice. Scheiß. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Das hat ursprünglich so nicht funktioniert. Ja, weiß nicht. Hier, das ist meine Musterlösung. Warte, hier, um dahin zu kommen. Der ist im Arsch, der Wagen. Was ist denn da passiert? Ja. Da kann man doch gar nichts kaputt machen. Das ist meine Musterlösung. Hier, mit dem schaffe ich das. Ja, mit dem auch nicht. Na gut, meine Musterlösung. Mit dem auch sagen. Haut rein. Bedankt. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.